Ich sage es nochmal, ich behaupte, ohne diesen Stoff hätte jeder Krebs. Du weißt es gerade bei dir, jetzt und jetzt und jetzt Krebs entsteht im Körper und dass dein Körper das auch gerade wieder verhindert. Und das ist auch gut so und dafür braucht dein Körper bestimmte Hilfsmittel, damit die bestimmten Enzyme, Proteine genau genommen, arbeiten können, um dieses verhindern zu können. Brauchen sie ganz dringend Stoffe, die wir hinzuführen müssen, damit das überhaupt funktionieren kann. Und das ist elementar. Und ich zeige euch mal, wie elementar das jetzt überhaupt ist. Also wirklich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Video. Jeder kennt sicher Wasserstoffperoxid. Es ist kein Radikal, da es kein freies Elektron besitzt oder ein Mangel an Elektronen. Hat die es sich klaut von der DNA. Dennoch ist der Sauerstoff unzufrieden im Wasserstoffperoxid. Und das macht sich bemerkbar. H2O2. Das Synonym für Wasserstoffperoxid ist ein sehr starkes Oxidationsmittel. Wir kennen alle Antioxidantien, die das verhindern, und Oxidantien. Ja? So stark, dass es zum Beispiel zum Haarefärben genommen wird. Haare, genau genommen, werden nicht gefärbt, sondern werden oxidiert. Könnt ihr jetzt schlau beärgern, nächstes Mal beim Friseur. Oder es kann auch deine Haut oxidieren. Normal kommt in der Natur Wasser vor und nicht Wasserstoffperoxid. Woran liegt das? Wasser ist eine stabile Verbindung, Wasserstoffperoxid nicht. Das würde jetzt hier zu weit führen. Daher nur eine kurze Darstellung, sodass bei einem Zerfall von Wasserstoffperoxid zu Wasser, zu der stabilen Form und dementsprechend Sauerstoff, damit die Reaktionsgleichung aufgeht, wird sogar noch Energie frei, weil es so anstrengend war für das Wasserstoffperoxid, diesen Zustand zu halten. Und die überschüssige Energie, um diesen Zustand zu halten, wird freigesetzt, wenn es endlich dankbar zu Wasser werden darf. Okay? Klar ist, dass wir sicher nicht oxidiert haben möchten bei uns im Körper. Denn dann verliere das Gewebe nun mal seine Lebensfähigkeit und seine Funktion. Daher Vorsicht mit dem Wasserstoffperoxid. Bestimmten Mengen und bestimmten Konzentrationen ist es gut, ne, zur Pathogenabwehr. Aber es muss wirklich eliminiert werden. Genau genommen hat wirklich keiner Bock auf dieses Wasserstoffperoxid. Nur geht es nun mal nicht anders, Bruder. Jeder verdammtes Mal, wenn du Zucker konsumierst und daraus Energie gewinnst, in der Atmungskette oder beim Aufbau von Proteinen, entsteht dieses Mistzeug. So, und jetzt kommt Glutathion ins Spiel. Ich habe vor kurzem ein sehr wichtiges Video dazu gemacht, kann ich hier nochmal einblenden. Das ist wirklich das absolute Schlüsselantioxidant bei dir im Körper, welches die Hauptentgiftung einleitet. Doch ist das Glutathion eben noch angewiesen auf Enzyme, damit es seiner Arbeit nachgehen kann. So wie der beste Bauarbeiter ohne Werkzeug läuft halt eben gar nichts. Und wie konnte der Name einfallsreicher sein für ein Enzym, das dem Glutathion hilft, das Wasserstoffperoxid zu entgiften? Alles klar, Glutathionperoxidase. Schon mal gehört? Es ist ein bisschen wie die Milz. Jeder hat sie. Keiner weiß genau, was sie macht und zur Not geht's auch ohne. Hä? Nein, so ist es eben nicht. Naja, nicht ganz. Dann wärst du nämlich ziemlich schnell tot, wenn du etwas Kohlenhydrate konsumieren würdest oder krebskrank. Genau genommen passiert das hier. Links haben wir GSH, Glutathion, mit zwei Stück davon. Und das H steht für das Wasserstoff. Ja? Zwei Stück. Oben H2O2 ist das Bösewicht, Wasserstoffperoxid, der anfällt bei der Zuckerverstoffwechslung und entgiftet werden muss, bevor er alles oxidiert. Damit aus H2O2 aber 2 H2O werden kann, müssen wir einmal durchzählen. Links haben wir 2 H und 2 O, gleich 2 Wasserstoffe und 2 Sauerstoffatome. Rechts haben wir aber 2 mal 2 Wasserstoff, das heißt 4, und 2 Sauerstoffe. Woher denn jetzt die 2 Wasserstoffe? Ja klar, von den Wasserstoffen vom Glutathion, die ich oben schon erwähnt habe. Diese reduzieren den Sauerstoff und wird dabei selbst oxidiert. Das Glutathion ist der Bodyguard, der sich vor die Kugel schmeißt, bevor das Wasserstoffperoxid dein Gewebe oxidiert. Und das kann er sehr gut, weil die Glutathionperoxidase ihm das Werkzeug dafür zur Verfügung stellt. Zurück bleibt dann das oxidierte Glutathion, GSSG, das ist ein Disulfid. Das sieht dann so aus, wenn 2 Wasserstoffe abgezogen werden vom Glutathion hier, minus H. Dann fehlt das H, der Wasserstoff,
am S, dem Schwefel. Und dann verbinden sich zwei Oxidiazoglutathion an den fehlenden Wasserstoffstellen mit den beiden Schwefeln. Und so entsteht das Disulfid. Okay, soweit so gut. Damit das alles überhaupt so funktioniert, wie wir oben gesehen haben. Was so viele Menschen vernachlässigen, ist die suffiziente Zufuhr eines Elements. Alle schimpfen, es ist so gut gegen Krebs, aber keiner zeigt wieso. Das ist meine Vermutung, der Hauptmechanismus, den ich euch oben schwarz auf weiß einmal gezeigt habe. Nun möchte ich euch eine Lebensstudie zeigen, was Selen mit der Aktivität der Glutathionperoxidase zu schaffen hat. In einer Studie, in der Lämmer mit Selen supplementiert wurde, zwei Formen davon und einer Kontrollgruppe, sehen wir hier deutlich, dass im Blut auch mehr zu finden war als in der Kontrollgruppe an Selen. So, und jetzt wurde auch in den Gruppen parallel die Glutathionperoxidase-Konzentration gemessen. Und diese gehen ganz klar äquivalent zueinander. Je mehr Selen, desto mehr Glutathionperoxidase, desto weniger Oxidation in deinem Körper. Die können wir beide wirklich übereinander legen. Hier sieht man es nochmal in Zahlen, ja? GPX ist die Glutathionperoxidase. Und dank Selen wird die Aktivität mehr als verdoppelt. Das Gleiche wurde in anderen Säugern auch festgestellt, die Selenarmen aßen und dann plötzlich Selen bekamen. Erleiden einen massiven Anstieg der Glutathionperoxidase hier. Gerade Krebspatienten, hier, HEP3G, ja, sind Krebszellen in der Leber. Schauen wir uns das mal an. Ohne Selen sehen wir hier, die Peroxidase-Aktivität sinkt auf Null. Gibt man etwas Selen hinzu, schießt die sofort wieder nach oben auf 100% in dem Krebsgewebe. Das Problem, wieso es auch dich betrifft, zeige ich dir. Und warum nicht genügend gewarnt wird, finde ich einfach traurig und kläre hier deshalb einmal noch ganz spezifisch auf. Ja? Schauen wir uns die Aktivität im Alter nochmal an. Dann sehen wir in dieser Studie, dass die Glutathionperoxidase-Konzentration sich mit 70 fast verdreifacht bei dir. Und das ist klar, der Körper funktioniert nicht mehr so, wie er funktioniert, als er noch jung war mit allen Mechanismen und allen Enzymaktivitäten. Und genau das Gleiche, auch Wasserstoffperoxid fällt dementsprechend mehr an und muss dementsprechend auch beseitigt werden. Und da wird es vermehrt davon im Körper gefördert. Studien zeigen klar, je mehr Glutathionperoxidase, desto weniger Stress hat dein Körper von reaktiven Sauerstoffspezien. Gerade im Alter braucht man dreimal so viel Selen, meiner Meinung nach, wie in jungen Jahren. Und das sagt dir niemand, weil du auch dreimal so viel Glutathionperoxidase in deinem Blut aufweist. Und damit die überhaupt funktionieren kann, brauchst du das benötigte Selen. Und wenn du im Alter kein Selen bekommst, weil du dreimal so viel Glutathionperoxidase eigentlich brauchst, um alles wegzupuffern, dann wird dein Körper automatisch noch viel, viel schneller, zwei- oder dreimal so schneller altern. Und das sagt dir keiner. Und ich glaube, dass man damit sehr viel aufhalten könnte, wenn man das wirklich suffizient aufklären würde, mal die Medizin, und ich das nicht alles hier machen muss. Danke fürs Zusehen, mein Freund. Ich hoffe, du konntest wieder was lernen. Das sind wirklich die Hardcore-Leute, die bis hierhin dran geblieben sind, die sich wirklich durch die Chemie-Sachen durchgequält haben. Du bist echt ein Killer, muss ich wirklich sagen. Aber dafür weißt du jetzt auch wirklich ganz genau, ich habe so die wichtigste Quintessenz, packe ich immer ans Ende, weil ich möchte, dass die Menschen davon profitieren, die wirklich bis zum Ende gucken. Danke, dass du bis hierhin zugesehen hast. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen, auch auf vitasomal.de. Damit ihr mich unterstützt, damit ich diese ganze Arbeit hier überhaupt machen kann, meine liposomalen Supplements bis 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit. Vergesst nicht, einen Kommentar dazulassen, den Daumen und vor allen Dingen den Kanal zu abonnieren, dabei auf die Glocke zu drücken. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Teilen wäre richtig geil. Dankeschön fürs Zusehen. Und vielleicht auch später, vitasomal.de. Bis dahin. Ciao. Danke.